Kunstsammler. So entstand die Sammlung Werner Jägers. Die eigene Ehefrau verkleidete er als Oma, setzte sie vor die Kunstwerke. Voilà, der Beweis für die Sammlung. Jetzt haben die Bilder laut Beltracchi eine Herkunft. Der Kunsthandel spricht von Provenienz. Wir als Ermittler, als wir diese Bilder das erste Mal gesehen haben, hatten von Beginn an unsere Zweifel an diesen Fotografien, die zur Untermauerung der Provenienz verschiedensten Leuten zugeschickt wurden. Zum einen, weil diese Bilder auch irgendwie arrangiert wirkten. Sie hatten auch Fehler im Bildaufbau. Und wir haben letztendlich dann herausgefunden, dass auf einem dieser Bilder eine Bronzestatue abgebildet war, die Helene Beltracchi selbst im November 2003 erst im Kunsthaus Lempertz in Köln erworben hatte. Und insofern konnten diese Fotos zwangsläufig erst nach diesem Kaufdatum angefertigt worden sein. Der Kunstmarkt boomt. Für gefragte Werke werden gigantische Summen gezahlt. Auch Beltracchis Kreationen stiegen im Preis und tun es vielleicht noch. Im Mai 2012 wurde der Schrei von Edvard Munch für 120 Millionen Dollar versteigert. Der Fälscher machte sich diese Dynamik des Kunstmarktes zunutze. Der Kunstmarkt ist die reinste Form von Marktwirtschaft. Und wenn Sie sich jetzt zum Beispiel ein Bild von Emile Hertin-Fries angucken, eine Ansicht des Hafens von Antwerpen, noch 2010 im März auf der Kunstmesse in Maastricht angeboten, hatte ursprünglich mal um die 400.000 gekostet, kostete dann, als es weiterverkauft wurde auf dieser Messe, obwohl schon erste Verdachtspunkte gegen die Beltracchis bekannt waren, rund 200.000 mehr, dann wird das natürlich jeden zunächst mal erstaunen. Im Kunsthandel ist sowas nichts Außergewöhnliches. Für Kommissar René Allange sind die Ermittlungen im Kunstmarkt schwierig. Vor allem, weil es ein eisernes Gesetz gibt. Diskretion ist für den Kunsthandel ein ganz wichtiger Bestandteil, weil viele Sammler wollen halt nicht, dass bekannt ist, dass sie vermögend sind oder wo gewisse Werke bleiben, auch schon vor dem einfachen Hintergrund, nicht ob Objekt eines Einbruchs oder anderer schwerwiegender Straftaten zu werden. Für uns ist aber Diskretion in vielen Punkten bei den Ermittlungen aber hinderlich, weil uns gewisse für die Ermittlungen wichtige Informationen entweder vorenthalten werden oder nur stückchenweise gegeben werden. Wir werben für das Vertrauen auch, dass man sich an uns wendet, um halt Fälschern auch das Handwerk zu legen. Bei der Vermarktung von Beltracchi-Fälschungen waren vor allem französische und Schweizer Galeristen beteiligt. Unwissentlich. Männer wie Jacques de la Buraudière in Nadelstreifenanzug sind Opfer und Profiteure zugleich. Denn sie haben erstmal an den Bildern fürstlich verdient. Das gilt auch für renommierte Auktionshäuser. Ich glaube, dass ab einem bestimmten Augenblick vielleicht der Blick von diesen Leuten einfach durch Zahlen und die Nullen, die dahinter erscheinen, verstellt worden ist. Natürlich ist es eine Sensation, ein bislang unbekanntes Bild in die Auktion zu nehmen, was ja bei Lempertz und bei Christie's und Sotheby's geschehen ist. Und dann schaut man nicht mehr auf die Rückseite, sondern nur noch auf die Vorderseite und guckt die Zahlen an, was so ein Bild dann als Ergebnis bringen kann. Und es hat ja also auch Weltrekordpreise gebracht. Der Kunsthistoriker Ralf Jentsch hat wesentlich dazu beigetragen, den Fälscher Wolfgang Beltracchi zu entzaubern. Er gab entscheidende Hinweise zur Aufklärung des Falls. Das Auktionshaus Lempertz, eine feine und renommierte Adresse in Köln, ist auch auf die Sammlung Jägers hereingefallen. Inhaber Henrik Hanstein hielt die Sammlung Jägers für authentisch und ihre angeblichen Erben für glaubwürdig.
Das war ein Telefonat, was ich mit Herrn Hanstein führte, wo ich ihn also ganz gezielt nach der Person Werner Jägers und der Familie gefragt habe, nicht? Und er also im Brustton der Überzeugung mir erklärte, ganz seriöse Familie, das ist also. Und ich habe dann immer wieder nachgefragt, wie muss man sich das denn vorstellen? Und sagt, ja, er war bei denen zu Hause. Und sagt, ah, das ist interessant. Und wie sieht es denn da aus? Ja, sehr wohlhabend und die Wohnung hängt also voller Bilder. Gibt es also überhaupt keinen Zweifel. Und das wollte mir irgendwo nicht in den Kopf, weil ich bei allen Recherchen, die ich damals angestellt habe, ein Sammler Werner Jägers tauchte da nirgends auf. Und außer bei Herrn Hanstein. Der Anwalt von Henrik Hanstein, Heribert Reiners, bestätigt ein Telefonat, spricht jedoch von einem Missverständnis. Es ist definitiv so, dass Herr Professor Hanstein vor der Versteigerung der Bilder diese Damen nie persönlich kennengelernt hatte. Dass eben Mitarbeiter des Hauses bei der Frau Helene Beltracchi persönlich in den 90er Jahren zu Hause gewesen waren. Er hat wahrscheinlich berichtet, dass der Eindruck der Mitarbeiter positiv gewesen ist. Es waren Bilder dort vorhanden, die Damen machten damals einen seriösen Eindruck. Und es gab nie eben Zweifel. Auktionator Henrik Hanstein versteigerte 2006 aus der besagten Sammlung Jägers das rote Bild mit Pferden. Obwohl das lange verschollen geglaubte Bild von der Expertin für Campendonk noch nicht als echt anerkannt war. Ein so teures Bild braucht diese Bestätigung, wie ein Auto eine TÜV-Plakette braucht. Friederike von Brühl ist spezialisiert auf Kunstrecht. Sie wurde vom Käufer des Gemäldes engagiert und prozessiert gegen Lempertz. Die Echtheit des Bildes hatte Herbert Campendonk, der Sohn des Künstlers, mündlich bestätigt. Das hält sie nicht für ausreichend. Das Kunsthaus Lempertz hat aus unserer Sicht grob fahrlässig gehandelt. Es ist absoluter Marktstandard, dass man die Echtheit von Kunstwerken, die im Werkverzeichnis nicht abgebildet sind, vor der Auktion durch eine Expertise des Werkverzeichnisautors absichert. Herbert Campendonk hatten wir vor der Auktion nicht für eine schriftliche Expertise gebeten, weil die mündliche Expertise ausreichend war. Zum damaligen Zeitpunkt wusste man noch und ahnte man noch nicht von dem ganzen Trouble, der auf einen zukommen könnte. Man streitet heute sicherlich darüber auch, inwieweit es erforderlich gewesen wäre, das Bild vor der Versteigerung naturwissenschaftlich schon untersuchen zu lassen. Rückblickend wären wir alle glücklich gewesen, wenn es gemacht worden wäre. Aber ich denke, in der Fachwelt ist unstreitig, dass auch bei hochpreisigen Gemälden nicht immer naturwissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt werden. Friederike von Brühl geht davon aus, dass man bei Lempertz hätte gewarnt sein müssen. Die Beltracchis hatten schon mal eine Fälschung angeboten. Dem Kunsthaus Lempertz war bekannt, dass diese Quelle mit Vorsicht zu genießen ist. Schon 1995 hatten die Beltracchis versucht, eine Pohmann-Fälschung einzuliefern, die allerdings rechtzeitig von einer Expertin entlarvt werden konnte. Vielleicht hätte ein Spaziergang auf Kölns Melaten-Friedhof auch für den Auktionator erste Hinweise gebracht, dass an der Geschichte etwas nicht stimmen kann. Melaten ist eine feine Adresse. Nach dem Tod demonstrieren die Reichen und Wichtigen hier ihre Macht. Hier liegt auch Werner Jägers begraben, der Großvater von Helene Beltracchi und angebliche Kunstsammler. Stefan Koldehoff hat sein Grab besucht. Eine eher bescheidene Ruhestätte für einen angeblich potenten Kunstsammler, der in den 30er Jahren schon eine so prominente Kunstsammlung gehabt haben soll. Dieser Grabstein hat ja lange Zeit als Beweis dafür gegolten, dass es den Kunstsammler Werner Jägers tatsächlich gibt. Wenn man das Geburtsjahr 1912 weiß, kann er höchstens 22 gewesen sein. Schon damals kosteten gute Kunstwerke viel Geld. Also wie ein 22-Jähriger zu dem Zeitpunkt solche Bilder bezahlt haben soll, das muss schon eine Frage gewesen sein, die aufgekommen wäre. Auch diese schöne Dame gehörte zur erfundenen Sammlung Jägers. Der holländische Unternehmer Willem Cordia verliebte sich in sie. Der Besitzer einer exklusiven Privatsammlung lässt sich diese Liebe 2,8 Millionen Euro kosten. Den Akt mit Hut erwarb er für sein New Yorker Apartment. Peter van Beveren war damals der Kurator dieser Privatsammlung. Er verspürte ein gewisses Unbehagen, als er den Akt mit Hut das erste Mal sah. Was genau nicht stimmte, konnte er jedoch gar nicht sagen. Sein Chef teilte van Beverens Zweifel nicht. Wir haben das gekauft. Das ist meiner Meinung nach das schönste Bild,
was Van Dongen gemacht hat. Und wenn das nicht von Van Dongen ist, hat der Welt wirklich einen riesen guten Maler verloren, weil das ist Top-Bild. Er fand das beste Bild. Ist es der Hut, der ihn irritierte? Oder die Art, wie die Farbe aufgetragen war? Das Top-Bild seines Chefs gab Peter van Beveren Rätsel auf. Erst als er das Gemälde umdrehte, bemerkte der Kunsthistoriker die vielen Aufkleber namhafter Kunsthändler. Das hatte vor dem Kauf niemanden irritiert. Obwohl eine solche Odyssee durch die wichtigsten Kunsthandlungen eher zu schön ist, um wahr zu sein. Ich kenne mich sehr gut aus mit der Geschichte dieses deutschen Kunsthandels. Und ich wusste auch schon, dass, wenn man die Label so anguckt, dass etwas nicht stimmt, weil es unmöglich ist, dass auf ein Bild so viele Aufkleber verschiedene Kunsthandel sind. Peter van Beveren gab keine Ruhe. Er suchte weiter und zerstörte durch seine Recherchen die Illusion seines Arbeitgebers, das schönste Bild aller Zeiten gekauft zu haben. Das ist eine unglaubliche menschliche Enttäuschung, was bei Sammlern ganz, ganz lange dauert, bevor die das zugeben können. Und auch die Unsicherheit, ob da noch mehr Sachen in der Sammlung sind und so weiter und so weiter. Über das, was er auf der Rückseite des Bildes gesehen hatte, vor allem über den Aufkleber Sammlung Flechtheim, sprach er mit Ralf Jentsch. Der Kunsthistoriker kennt sich exzellent mit dem Leben des Kunsthändlers Alfred Flechtheim aus. Die von Wolfgang Beltracchi selbst entworfenen Aufkleber auf der Rückseite der Bilder machten Ralf Jentsch stutzig. Als ich das Label zum ersten Mal sah, war mir sofort klar, dass das gefälscht ist, weil der sehr dilettantisch gemacht ist und Flechtheim nie zugelassen hätte, dass er so dümmlich auf einem Label abgebildet werden würde. Und zumal es überhaupt keine Porträts von Sammlern oder auch von Galeristen aus der Zeit gibt auf irgendwelchen Labels. Da hat der Fälscher wahrscheinlich aus dem Anliegen, so perfekt wie möglich zu sein, die Sache etwas überzogen. Ralf Jentsch ist Teil der Kunstwelt. Er lebt in Berlin, Rom, New York und ist einer der anerkanntesten Experten für den deutschen Expressionismus. Als Nachlassverwalter des Künstlers Georges Gross ist er als Ausstellungsmacher gefragt. Der Fall Beltracchi lässt ihm nach wie vor keine Ruhe. Ich glaube, was Beltracchi geplant hat, war wirklich die perfekte Fälschung. Und da hat er eben Fehler gemacht. Und das wird man immer wieder erleben. Nicht? Also, es gibt nicht die perfekte Fälschung, es gibt nicht das perfekte Verbrechen. Die Possins haben gar nicht den Anspruch, eine perfekte Fälschung zu liefern. Sie machen deshalb nie eine 1:1-Kopie. Ihre Bilder haben meist ein anderes Format als das Original. Und sie haben etwas Eigenes. Denn die russischen Maler legen Wert darauf, ihren nachempfundenen Werken eine Seele zu geben. Das hat auch der Fälscher Wolfgang Beltracchi für sich in Anspruch genommen. Er verstieg sich sogar zu der Aussage, er habe bisweilen besser gemalt als die von ihm kopierten Künstler. Er habe ihr Werk vollendet. Von dieser Hybris sind die Brüder Possin meilenweit entfernt. Sie haben hohen Respekt vor den Künstlern, die sie kopieren, und gehören zu den Besten ihres Fachs. Das Werk eines Künstlers, den sie schätzen, zu manipulieren, käme ihnen nicht in den Sinn. Wolfgang Beltracchi hat immer wieder betont, er habe nur Künstler imitiert, die er mochte. Und der Markt habe es ihm, dem Sohn eines Kirchenmalers mit dem außerordentlichen Talent, verblüffend einfach gemacht. Das Ganze sei auch ein großer Spaß gewesen. Und es sei ihm nie ums Geld, sondern immer um die Kunst gegangen. Bei diesem ganzen Fall ging es Wolfgang Beltracchi nur ums Geld. Er hat sich im Prinzip durch das Inverkehrbringen dieser Fälschungen ein Millionenvermögen angeschafft. Er hat in Luxus